Herzlich willkommen im Intergeo-TV-Studio hier auf der Intergeo 2018 in Frankfurt. Bei mir ist nun Christian Hesse, gewählter Vizepräsident des DVW, ab 01.01.2019 dann sozusagen im Amt. Genau. Aber natürlich als Experte hier schon auch unterwegs. Sie haben auf dieser Intergeo ein Forum betreut, eine Panelsitzung, die ganz wesentlich war, die einige Erkenntnisse gebracht hat. Fassen Sie mal ein bisschen zusammen für uns, Thema und Ergebnis. Das Thema des Forums war Smart Cities, beziehungsweise die Digitalisierung von Städten. Und es ist erstaunlich, wie weit die Hersteller inzwischen schon sind mit der Sensortechnologie. Also man muss sagen, da gibt es eigentlich kaum noch Ausreißer. Die Konsolidierung des Marktes ist, denke ich, abgeschlossen. Die großen Hersteller haben alle ihre Portfolios aufgebaut und versetzen die Kunden jetzt eben in die Lage, Massendaten zu erfassen. Und das tun die Kunden eben auch. Und dieses Massendatenerfassen ist ein Prozess, der immer einfacher geht, der immer schneller funktioniert. Auch da gibt es ja inzwischen von den Herstellern schon die Lösung, die es alles noch faster machen sozusagen. So, und was passiert dann? Ja, es geht eigentlich gar nicht mehr um die Genauigkeit, sondern jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo sich entscheidet, wie effizient man diese Daten erfassen kann und ob man das zu einem Preis machen kann, mit dem man ein großes Kundenpublikum auch erreichen kann. Und das ist eben interessant zu sehen, was die Hersteller sich da im Moment einfallen lassen, um diese ganze Prozessierung, die nach der reinen Erfassung kommt, eben zu beschleunigen. Ich meine, das ist ja ohnehin ein Thema, das nicht erst seit diesem Jahr auf der Intergeo platziert wurde. Nämlich, es gibt immer mehr Daten, die erfasst werden. Und man muss sich aber immer mehr darum kümmern, was man mit diesen Daten dann gezielt macht. Genau, das ist der Punkt eigentlich. Wir sehen das auch in anderen Bereichen des Vermessungswesens, das normale terrestrische Scanning. Auch da werden die Sensoren eigentlich immer schneller. Aber das heißt ja nicht automatisch auch, dass die Ergebnisse schneller geliefert werden können, sondern je mehr Daten kommen, desto höher ist die Notwendigkeit, auch eine Automation da durchzuführen. Das ist im Moment, muss ich sagen, nach meiner Einschätzung noch nicht so weit. Also da ist sicherlich auf der Softwareseite noch einiges zu tun und das gilt gleichermaßen auch für Mobilsysteme. Smart Cities, die Städte müssen sich darauf einstellen. Es ist überall natürlich in der Diskussion. Was haben Sie so für einen Eindruck? Sind die Kommunen, sind die Institutionen, die kommunalen Institutionen darauf vorbereitet? Darüber diskutieren tut jeder. Jeder spricht über Smart Cities, über die Daten und alles, was passiert. Aber letztendlich sich auch organisatorisch darauf einzustellen. Ist das schon passiert? Da, wo die Hersteller sind, gibt es auf der anderen Seite wirklich auch schon den gleichen Kenntnisstand? Das muss ich sagen, ist sehr unterschiedlich. Wir haben das gestern beim Intergeo Opening gehört. Die Stadt Frankfurt setzt das inzwischen verstärkt ein für die Planung, für die Verdichtung der Innenstädte. Ich selber kenne das aus Hamburg. Da ist die Landesvermessung sehr weit vorne mit dabei. Die haben einen sogenannten Urban Data Hub aufgebaut, in dem eben solche Daten verteilt werden. Aber meiner Einschätzung nach sind das momentan wirklich noch einzelne Städte, die den Fokus darauf gesetzt haben. In der Breite ist da noch einiges zu erwarten in Zukunft, glaube ich. Wenn Sie Ihre eigene Branche anschauen, die Intergeo betrachten in den nächsten 3 Tagen hier, was interessiert Sie besonders? Mich interessiert vor allem, wie sehr wird es gelingen, die Auswertung von Daten und die Verteilung der Daten zu automatisieren. Das alles konventionell per Handarbeit zu machen, ist sicherlich ein Ding der Unmöglichkeit. Da wird man sehr schnell an Grenzen stoßen. Und man muss auch sagen, die Verbreitung von Scanning-Technologie nimmt ja nun auch stark zu. Auch normale ÖBVI, die bisher mit so Massendaten eigentlich kaum was zu tun hatten, die kaufen sich scannende Hardware und die müssen natürlich auch ihren Kunden irgendwie die Ergebnisse dann liefern können. Kein Kunde wird mit der Punktwolke glücklich werden. Das sind konventionelle Produkte wie Pläne, wie manchmal sicherlich auch 3D-Modelle inzwischen. Aber die Auswertung erfordert nach wie vor ein hohes Maß an manueller Arbeit und ich glaube, da ist der Knackpunkt. Vizepräsident im DVW zu sein, sicher auch ein reizvoller Job mit all den anderen gemeinsam. Was ist für Sie die Motivation, das zu tun? Die Motivation ist vor allem, dass man in eine Situation versetzt wird, in der man auch Dinge bewegen kann, denke ich. Also gerade als Vizepräsident gibt es Gremien, in denen man mitwirken kann und eben auch eine Entscheidung, die man mittragen kann. Ich glaube, wir stehen vor einer sehr großen Herausforderung. Die Schwierigkeiten heute sind nicht in der Projektakquise. Es gibt genügend Projekte am Markt. Die Auftragslage ist, denke ich mal, für fast alle blendend. Die Schwierigkeit wird sein, Arbeitskräfte zu finden, Mitarbeiter weiter zu qualifizieren. Wir müssen uns, glaube ich, auch als Berufsstand sehr stark darauf fokussieren, die Eigenwerbung in der Gesellschaft voranzutreiben
um eben viele Leute davon zu überzeugen, dass das Vermessungswesen oder die Geodäsie insgesamt, Geoinformatik eingeschlossen, ein attraktives Aufgabenfeld ist. Ganz herzlichen Dank. Gerne.